Neue Saison, neues Glück. Beim VfC Wiesbaden heißt das Motto Konstanz mit leichtem Blick nach oben. Nach Bundesliga Platz 7 der vergangenen Saison würde das Team von Trainer Andreas Vollmer diesmal auf dem Weg zur Meisterschaftsrunde gerne die Qualifikationsrunde umgehen. Was bedeutet, mindestens Platz 6 in der Hauptrunde erreichen. Ja, erstmal die Pre-Playoff verhindern, das ist das Wichtigste. Also erste 6 kommen, das ist ein ganz wichtiges Zwischenziel. Am Ende kann man es nicht genau sagen, wer ist am Ende wie fit. Gibt es Verletzungen bei Mannschaften, wo man vielleicht, man weiß nicht, hat und dann kann man sie auch schlagen. Also wenn alles optimal läuft und wir tiptop hineinkommen und steigern von Woche zu Woche, dann kann man sicherlich auch mal gucken, dass man oben von den Großen mal einen angreift. Für dieses Ziel wurden 9 Spielerinnen und Nationalspielerin Regina Burkhardt gehalten. Trotz rund 90.000 Euro Altschulden sind 5 Neuzugänge hinzugestoßen. Darunter die beiden US-Amerikanerinnen Meredith Shermoon und Heather Myers. Oder Außenangreiferin Tanja Großer und Mittelblockerin Rebecca Schäper-Klaus. Trotz 3-monatiger Vorbereitung lief beim Saisonstart gegen Vilsbiburg aber noch nicht alles rund. Der Trainer trotzdem zuversichtlich. Wir haben gesehen, wir sind in der Top-Mannschaft jetzt am Beginn der Saison schon relativ gleichwertig, vor allem was das Resultat angeht, kämpferisch auf alle Fälle. Aber wir können noch viele kleine Fehler abstellen, die wir heute gemacht haben und die letzten Wochen gar nicht so viel gemacht haben. Also ich glaube, wenn wir ein bisschen Routine reinkriegen jetzt in den Ligabetrieb, dann wird es bei uns auch besser sein noch vom Resultat. Denn gegen den Halbfinalisten der vergangenen Saison gingen die ersten beiden Sätze der neuen Spielzeit prompt verloren. Die VCW-Damen nervös und mit hinkendem Zusammenspiel. Tanja Großer verletzte sich zudem an den Bändern im linken Sprunggelenk. Doch Andreas Vollmer kann auf eine gute Bank zurückgreifen. Fiestova, Meyers und Burkhardt raus, Shermoon, Schäper-Klaus und Ivanovic rein. Schon drehten die Wiesbadenerinnen 2 Rückstände und konnten die Sätze 3 und 4 für sich entscheiden. Die kämpferische Einstellung stimmt schon mal, auch wenn der Tiebreak und damit der Sieg letztlich an die Roten Raben ging. Der Trainer weiß, woran es zu arbeiten gilt. Ja, vor allem natürlich im Bereich Zuspiel haben wir nicht immer sehr gut agiert von der Qualität, von der Passgeschwindigkeit, da können wir viel verbessern. Aber auch im Aufschlag und auch im anderen Bereich, am Anfang haben wir sehr wackelig, das können wir viel, viel besser. Kommenden Samstag geht es zum MTV Stuttgart. Den hat man bereits bei einem Vorbereitungsturnier 3:0 geschlagen. Nun sollen die ersten Punkte der neuen Saison eingefahren werden.